Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Runde Short Reactions. Karl ist heute wieder mit am Start und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Hello! Boah, ich glaube, das habe ich vor einem Jahr mal auf TikTok gesehen. Okay, kann sein. Ich glaube. Cool. Ich glaube, ich schwöre, ich habe das schon mal gesehen, das Video. Ja, du hast doch auch geliked. Ja, voll. Von Emily und Lani. Ich habe heute schon mal eine Short Reaction gemacht. Ja. Ja, vielleicht davon. Ja. Heute sucht mein Freund mein Make-up aus. Schatzi, kommst du? Oh, da ist er ja schon. Also, welche von denen soll ich verwenden? Die schwarze oder die weiße? Die schwarze. Okay. Und welchen Concealer? Lila oder Gold? Lila? Oh mein Gott, das ist einfach mein Lieblingsconcealer. Woher wusstest du das? Okay, Schatz, jetzt kommt was sehr Wichtiges, und zwar Lidschatten. Soll ich die Palette nehmen? Oder doch die? Sind die nicht beide komplett gleich? Schatz, nein. Such einfach eine aus. Okay, chill mal. Die erste? Was für ein Zufall, die hätte ich auch genommen. Jetzt brauche ich nur noch einen Lippenstift. Soll ich diesen orangenen oder diesen roten verwenden? Den, der aussieht wie ein Lolli. Du kleiner Schlingel. Und Schatzi, wie findest du mein Make-up? Wunderschön, Baby. Oh, warte mal kurz. Warum bist du auch geschminkt? Ich habe auch das schon gesehen, Mann. Also, ich dachte am Anfang, es kommt wirklich jetzt der Freund. Und dann auf einmal dieser Filter, also ist schon echt gut. Also das Ding ist, ich habe auch das schon gesehen. Ich glaube, ich muss ein bisschen scrollen. Irgendwie hatte YouTube gerade vor, mir alles nochmal zu zeigen. Schauen wir mal, ob wir mich bei Akinator finden. Computer, starte Akinator. Ich kann deine Gedanken lesen. Denke an eine Figur. Ich versuche sie zu erraten. Ist deine Figur weiblich? Ja. Existiert deine Figur wirklich? Ja. Spricht deine Figur Deutsch? Ja. Hat deine Figur blondes Haar? Ja. Hat deine Figur einen Sohn? Nein. Hat deine Figur eigene Lieder herausgebracht? Nein, zum Glück nicht. Ist deine Figur ein Gamer? Nein. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Ja, ja. Ist deine Figur mit jemandem zusammen? Ja. Wohnt deine Figur in Österreich? Ja. Ich denke an Paula Wolf. Liege ich richtig? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde oder ob mir das ein bisschen Angst macht. Schon. Ey, erstmal, ihr Make-up immer krass. Aber Frage, gibt's Akinator mit Voice-Chat? Ja, Alexa halt, ne? Echt? Die kann das? Anscheinend. Hast du eine Alexa? Nö. Also ich habe eine, aber die ist zu Hause und die benutze ich nicht wirklich. Hä? Kannst du das mal austesten? Nö, eigentlich nicht. Oh, Mann, Kahn, ich will doch das wissen jetzt. Okay, ich muss das mal rausfinden. Ich laufe auf 150 Meter Höhe über einen Glasboden, der bricht und... Vielleicht könnt auch ihr, ja, einige von euch haben ja eine Alexa. Warte mal, was hat sie gesagt? Alexa, starte Akinator. Mal gucken, bei wem jetzt die Alexa angegangen ist. Werde von der Polizei abgemacht. Wie das passieren konnte, erfahrt ihr in diesem Video. Denn ich bin heute zum Dubai Frame. Ein 150 Meter hoher und 93 Meter breiter Rahmen, der die Skyline von Dubai einfangen soll. Der Aufzug hier hoch war für mich schon mal eine Herausforderung. Aber viel angsteinflößender war dieser Glasboden auf 150 Meter Höhe. Nur in Horrorfilmen bricht das. Wer von euch würde sich das trauen? Ich wollte einen Schritt weitergehen, mich hier drauf setzen und sogar hinlegen. Bis die Polizei kam. Und was dann passiert ist, könnt ihr jetzt im neuen Video sehen. Och, Mann. Immer. Ja, immer. Meine These ist folgende, ich gehe einfach ganz stark davon aus, dass die Security, das war wahrscheinlich nicht die Polizei, sondern Security von diesem Frame, und der hat wahrscheinlich einfach gesagt, bitte nicht hinlegen oder so. Ja, es kann gut sein. Ich glaube, also brechen wird das wahrscheinlich nicht. Natürlich ja, hier, nicht. Guck mal, hier, steht's doch in den Kommentaren. Auf Ehre haben sie das reingeschrieben, die Leute. Okay. Alles undramatisch. Englisch. Deutsch, Mathe, Kunst und Sport. Das sind Fremdsprachen, ne? Aber Englisch. Andere Liga. Ach, weißt du was? Schule ist Fremdsprache. Digga, ich geh da hin und verstehe kein Wort. Junge, ich verstehe nicht, ist das hier ein chinesischer Mathekurs oder was? Ja. Oh. Aber kommen wir jetzt zu Englisch. Der Lehrer kommt voller Energie rein und sagt: Talking now, Vokabeltest. In English, please.
Ey, außerhalb der Schule rappe ich Englisch wie ein King. Und in der Schule? I love play football with my father. Kleine Englischprobleme sind ja okay. Aber es gibt immer diesen einen Freund, der gar kein Englisch kann. Hey, Bro, guck mal das Video. Verstehe ich nicht, kann kein Englisch. Lern Englisch! Gruppenarbeit. Alle in zwei Japan. Hey, girl. Emily, ich hasse dich. Hi. Hi. What's your name? Yes. Ah, sorry, sorry. No. Wenn diese eine Person im Englischunterricht redet. Yeah, the exaggeration of the... Halt! Die... Der so beginnt mit einer Höraufgabe. Kein Bock. Ich glaube, die Lehrer haben das so aufgenommen. Wir sind in irgendeinem Dschungel von Portugal. Hey, Junge, red mal Englisch. Hey, no foul English. Sag einfach irgendwas. Was ist das? In English, please. Und merke, he, she, it, das S muss mit der englischen Gesicht an der Junge, ich kann den nicht mal auf Deutsch. In English, please. In English, please. English. 20 Sekunden zum Spiel. Mir geht das bei ihm meistens zu schnell. Mein Gehirn denkt nicht mehr so schnell mit, weil die Sache ist, es ist jetzt halt auch schon 18 Uhr. Mein Gehirn ist schon im Runterfahrmodus. Und ich komme manchmal einfach nicht hinterher. Es ist mir manchmal zu schnell. Also ich kenne das Video und ich feiere das sehr. Ja. Ich finde eigentlich, also die Geschwindigkeit ist ja perfekt für Shorts und TikToks und ja, Videos und so. Ja, absolut. Ey, das ist keine Kritik an dem Video. Läuft das ja auch so gut. Aber es läuft halt auch so gut, weil es super witzig ist. Ja, der ist auch super. Also der macht richtig gute Videos. Es war eigentlich eher Kritik an mir und meinem Hirn. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja. Also super. Also, ja, kein Wunder, dass er Khan heißt, ne? Also. Nur weil er Khan heißt, heißt das nicht, dass du er bist. Und andersrum. So. Okay. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich male mir Disney-Charaktere auf die Nägel, bis ich besser werde. Tag 1 fängt an mit Die Schöne und das Biest. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, weil ich muss ja dann zwei Charaktere malen. Für dieses Design dachte ich mir, ich mache diese Medium-Square-Softgel-Tipps drauf. Und jetzt habe ich das perfekte Gelb gefunden. Und auf den Ring und Mittelfinger habe ich mir so einen schwarzen Verlauf gemacht. Da möchte ich nämlich einen richtig schönen Nachthimmel haben. Da kam jetzt noch dieses Jelly-Blau und ein Glitzerblau drauf. Im Hintergrund noch ein paar Wolken natürlich. Ich verblende mir die immer richtig gerne mit einem Pinsel und ein wenig Alkohol. Da kam jetzt noch eine Schicht Blau drüber, weil ich das ein bisschen in den Hintergrund drücken wollte. Jetzt mache ich eine grobe Vorzeichnung für Belle. Währenddessen habe ich natürlich Die Schöne und das Biest geguckt. Leute, ist es normal am Ende zu weinen? Just me, okay. Ja, es ist normal zu weinen. Wegen der ganzen Details war das deutlich schwerer. Aber hier ist schon mal unser Zwischenergebnis. Ich musste hier erstmal ein bisschen Pause machen, deswegen folgt mir für Part 2. Ich bin jedes Mal wieder so richtig geschockt, was so Nail Artists einfach auf diese kleine Nagelfläche machen können. Das haut mich jedes Mal um. Ich finde das so krass. Okay. Also ich muss sagen, natürlich ist das krass, aber das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, das muss es ja auch nicht, aber du wirst ja wohl verstehen, dass es ganz schön schwierig ist, auf eine kleine Fläche zu machen. Ja, natürlich, aber trotzdem, was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich würde das skippen, nicht weil es schlecht ist, sondern weil es mich einfach nicht interessiert. Ja, ich würde es nicht skippen. Ich weiß, der Trend ist eigentlich schon vorbei, dass man Bruchschokolade macht und so, aber es ist mir sowas von egal, weil ich diesen Trend aber so unfassbar cool finde. Deswegen wollte ich das Ganze auch mal ausprobieren. Oh, jetzt habe ich auch Bock. Auf jeden Fall, dieses Video war so ein bisschen meine Inspo, aber ich habe gefühlt alles einfach anders gemacht. Ich habe erstmal ganz viel Schokolade eingekauft, und zwar Milka, weil die sind die besten. Ich habe dann erstmal angefangen, diese ganzen Tafeln auseinander zu machen bzw. aufzumachen. Und nein, wir beißen da nicht rein, wie ich das gerade da gemacht habe. Wisst ihr, was richtig seltsam ist? Ich esse super gerne Schokolade mit irgendwie Keksen oder Früchten, was auch immer, aber ich könnte niemals einfach so Schokolade essen, weil es mir einfach nicht schmecken würde. Aber die Bruchschokolade hat mir trotzdem seltsamerweise richtig gut geschmeckt. Auf jeden Fall habe ich das Ganze dann bei Ober-Unterhitze 50 Grad eingestellt und das Ganze 10 Minuten drin gelassen. In der Zeit habe ich dann das Topping rausgestellt und dann ging es auch schon los. Ich habe angefangen, das Ganze so schön zu verstreichen und es war einfach so satisfying. Ich habe leider keine Zeit mehr, deswegen folgt mir gerne für Part 2 und auf Insta werde ich zuerst das Ergebnis hochladen. Was? Ey! Bitte, warte, stopp. Hat sie gerade wirklich einfach gesagt, ich habe jetzt keine Zeit? Ich glaube, weil das Video ja nur eine bestimmte Länge haben darf. Diese Kommentare. Milka ist die beste Schokolade. Lind, am I a joke to you? Ja, also, erstens, ich habe von dem Trend noch gar nichts gehört. Also, wahrscheinlich ist dieser Trend auch schon wieder, der ist wahrscheinlich schon wieder ein paar Wochen alt, aber ich habe es halt nicht mitbekommen. Ist halt nicht meine For You-Page so, weißt du? Also, das ist ein Trend, habe ich nicht mitbekommen, aber kennen tue ich das. Nö, ich kenne das auch nicht. Und ich möchte noch eine zweite Sache sagen. Sie sagt, nicht so reinbeißen wie ich, aber sie hat auch nicht reingebissen. Ja, ich glaube, sie hat es nur angedeutet. Ja, dann ist mir schon klar. Also, sorry, wir reagieren hier auf Shorts. Können wir das auch mal ein bisschen humorvoll machen und nicht immer so, ja, ich glaube, das hat ja, sie nicht kann, gemacht. Das, dazu gehört aber auch, dass du den Humor von ihr vielleicht mal verstehst, wenn sie da halt nicht reinbeißt und ich sagt, sie beißt schon, rein, ich verstehe Mann. Doch den Humor, aber du musst auch meinen Humor verstehen. So, mach weiter, komm. Dein Humor kann man nicht verstehen. Geil. We'll be right back.
Ich habe mich ja immer gefragt, was in diesen Dingern drin ist. Der hat noch nie so eins gehabt. Ja, also erstmal richtig cool. Gefällt mir sehr. Ich musste auch gerade an meine Zeit zurückdenken von Unboxings, ja. wo er dieses Infoblatt ausgepackt hat und sagt so, oh, was ist das denn? Und dann so, ja, das ist nur ein Infoblatt. Wie oft mir das passiert ist. Diese Euphorie, die man hat. So, oh, was ist das denn? Und dann, ach so, ist nur ein Infoblatt. Ja, cool. Ich habe diesen unmöglichen seitlichen Lampenslide gesehen und mich gefragt, ob ich das auch kann. Also habe ich verschiedene Stangen begutachtet und als ich die perfekte gefunden habe, habe ich erstmal Trockenübungen gemacht, damit ich beim Runtersliden nicht so lande. Dann habe ich den Stunt erstmal aus geringer Höhe getestet und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also bin ich bis nach ganz oben geklettert und glaubt mir, ich hatte wirklich Angst, es durchzuziehen. Aber dann habe ich es einfach gemacht. Cool! Ich hab diesen Alter! Aber wie krass, oder? Guck mal, wie das aussieht! Das ist ja übel heftig! Also könntest du das, Karl? Sehr. Könntest du das? Also ich könnte es auf jeden Fall versuchen. Das würde ich mir schon zutrauen. Das will ich sehen. Nächstes Mal, wenn wir so ein Ding sehen, geht's ab. Okay. You're not cool. How about now, Benson? You're not cool. Admit it, Benson. No, you're not cool. Brille ab und anderer Mensch. Okay. Also ich würde jetzt einfach mal schwer behaupten, dass Coolsein jetzt nicht hundertprozentig was mit dem Aussehen zu tun hat. Wäre ein harter Take, aber ja. Wie lange braucht ein Pappbecher, bis er durchweicht? Letztens bin ich auf dieses virale Video gestoßen, in dem es so aussieht, als würde der Becher Ewigkeiten halten. Aber wie? Und um das zu testen, habe ich mir einen passenden Becher besorgt, ihn in meine Vitrine gepackt und für die nächsten Tage stehen lassen. Und das Ergebnis war wirklich erstaunlich. Wir haben heute Montag und damit ist es genau 50 Stunden her, dass ich diesen Becher geholt und befüllt habe. Er sieht aus, als wäre er neu. Ich bin gespannt, wie es nach 100 Stunden aussehen wird. Abonniert, um Teil 2 nicht zu verpassen. Wie lange braucht... Ich krieg zu viel. Ehrlich, Leute, was soll das denn, Mann? Wieso tut ihr mir sowas an? Wieso? Kannst du mal bitte in die Kommentare? Da der Pappbecher von innen beschichtet ist, wirst du noch ein bisschen länger warten müssen. Ja, das war halt auch mein Gedanke. Also wenn es jetzt Cola gewesen wäre oder pure Säure, die er reingekippt hätte, dann hätte ich es noch verstanden. Aber bei Wasser? Heieieiei. Das war ein Edit für Emily und Lami. Mhm. Heute ist wieder Filmfreitag. Ach, wundervoll. Das verrate ich euch nicht. Willst du nämlich selber herausfinden? Na, weiß ich schon wer. Es ist einer Bowser. Meiner liebsten Animationsfilme. Und für den brauchen wir ganz viel rosa. Yep, sehr viel. Doch nicht, viel. Bowser. Also eigentlich alles rosa anmalen. Sogar die Augenbrauen. Und natürlich den Lidschatten. Ich habe mal wieder die längsten Lashes der Welt. Pink Panther? Ohlala. Ich glaube übrigens, die meisten von euch kennen diesen Film. Aber wenn nicht... dann müsst ihr euch den sofort anschauen. Der ist so süß. Und wenn ihr jetzt noch nicht wisst, welcher Film das ist, dann werdet ihr es auf jeden Fall gleich mit der Perücke. Und wer kann das? Ah, Trolls. Ein fertiges Bild und die Auflösung ist auf Instagram. Ah, aber den habe ich nicht gesehen, den Film. Ich auch nicht. Aber man kennt es. Nicht. Also ja, man kennt also, die Trolls. Genau, aber ich habe es halt einfach noch nicht gesehen. Ihr könnt ja mal schreiben, ob der gut ist oder nicht. Ich mach Urlaub in Ohio. Du tust mir leid. Warte, was hat sie da gerade gesagt? Egal, ich freue mich auf Ohio, Brookhaven. Ich bin endlich in Ohio. Was ist das? Ein Junge hat auf dem Parkplatz gepupst. Ich mag Züge. Der Junge, der auf dem Parkplatz pupst, ist Lukas.
Ich wette, du kannst nicht den Kanal abonnieren und Ohio in die Kommentare schreiben. Und was ist mit dem Mädchen da vorne? Es will die Tankstelle überfallen. Für Fortnite! Was geht hier ab? Hey, bist du Babo? Deine Eltern haben angerufen. Du bist hier nicht mehr sicher. Aber ich will mir Ohio anschauen. Du musst jetzt zurück nach Brookhaven. Och, Manno. Aber auf meinem Kanal habe ich ein Ohio-Video hochgeladen. Schau es dir jetzt an und abonniere den Kanal. Ich mache Urlaub in Ohio. Ja, Kahn, warst du auch schon mal in Ohio? Okay. Ach, guck mal, wie viele Leute wirklich Ohio hier reingeschrieben haben. Was schreibe ich denn für einen Bundesstaat rein? Arizona. Okay, richtig. Ja, ist okay. Was passiert, wenn man vor einem 10 Meter, 100 Meter und einem 1000 Meter hohen Turm auf ein Trampolin springt? Gute Frage. Es war ganz simpel los mit einem 10 Meter Trampolinsprung und oh, Franklin, das war ja gar nichts. Ich glaube, bei 100 Meter wird es schon ein bisschen interessanter. Oh mein Gott, Franklin und oh, was? Ey Leute, was? Kommen nicht weiter, ihr müsst abonnieren. Das war ein Bauchklatscher. Drück auf in 3, 2, 1, jetzt. Und kann ich durchgehen? Es hat funktioniert. Nun sind wir schon mal 500 Meter, also höher als die Maze Bank. Lasst jetzt mal ein Like da, wenn ihr glaubt, dass ich bis ins Weltall fliegen werde bei 1000 Meter gleich. Oh, Alter, wie hoch wir jetzt schon sind. Oh, oh ey, ich glaube, da war irgendwas, dass nichts irgendwas mit Strangle passiert. Er steht einfach und er springt. Wir sind jetzt einfach 1000 Meter in der Luft. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und schreibt, was ich als nächstes machen soll. Ich sehe nicht mal die Trampoline, soweit bin ich oben. Und Achtung, Franklin! Oh! Was passiert, wenn wir vor einem... Jetzt bin ich enttäuscht. Ja, also ich glaube, es ist einfach gar nichts passiert. Ich glaube, er ist wahrscheinlich dazwischen gefallen. Es sah nämlich so aus, als wäre er dazwischen gefallen. Ich glaube auch. Ja. Ich glaube, ins Wasser. Also es sah so aus zumindest. Ich hatte gestern Geburtstag und heute feiere ich meinen Geburtstag aber nochmal. Und ich mache jetzt eine Torte für meine Gäste und die dauert wirklich nur 5 Minuten. Hab mir 2 Benjamin-Blümchen-Torten besorgt. Nein! Stopp! Die Sahne oben. Nein! Ja, warum? Die kann man dann später auch noch essen. Dann habe ich die eine Benjamin-Torte auf die andere gemacht. Hab dann Schokolade genommen und in die Mikrowelle geschmolzen. Ihr könnt auch richtig, richtig viel Schokolade nehmen. Dann habe ich die für 1,5 Minuten in die Mikrowelle getan. Schokoküsse schon mal rausgeholt. Die Schokolade habe ich einmal über die Torte so gegossen und verteilt. Ich habe mir so Zuckeraugen besorgt und auf die Schokoküsse draufgeklebt, damit wir so kleine Männchen haben. Habe dann noch ein Überraschungsei geholt, das soll die Höhle darstellen, ein Bueno als Bank. Und habe die süßen Schokoküsse dann dahingestellt. Ein Kinderriegel, das soll dann eine Leiter sein. Und habe meine Fantasie dann weiterspielen lassen. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was mein Freund mir zum Geburtstag geschenkt hat, dann guckt einfach mal meine Story. Also, ich esse ja diese Torte nicht mehr, aber ich finde das schon hart, oben diese Sahne runterzumachen. Ja, ich glaube auch. Das schockt mich jetzt gerade schon. Das nimmt mich jetzt auch ja, emotional schon so ein bisschen mit, muss ich sagen. Welcher Tag ist heute? Film Freitag. Und was? Ich liebe den Film Freitag. Das verrate ich euch nicht. Das müsst ihr nämlich mal wieder selbst herausfinden. Anhand von dem Look und ein paar Hinweisen. Schauen wir mal, wie schnell ihr es erratet. Hinweis Nummer 1. Es ist mal wieder ein Disney-Film. Ich liebe Disney, okay. Hinweis Nummer 2. Es ist ein relativ neuer Film. Kurz mal nackig gemacht. Ich hoffe mal, ihr kennt den Film überhaupt. Aber bestimmt, weil Hinweis Nummer 3 Luca? Ist. Der Film ist ziemlich viral gegangen. Ah, ja. Naja, zumindest war die ganze Zeit auf meiner For You-Page. Hinweis 4 und noch letzter Hinweis. Der Film spielt in Italien und ja, ich mache mir jetzt noch meine Haare, klebe mein selbstgebasteltes Ding auf und das ist der fertige Look. Na, welcher Film könnte das sein? Ein richtig süßes Bild und die Auflösung dazu ist auf Instagram. Richtig krass. Gut. Hier sind die grusigsten Dinge in Nintendo-Spielen. Oh Teil Gott. 2. In The Legend of Zelda Majora's Mask ist nichts gruseliger als der Mond. Boah, das ist wahr. Wenn du im Weltuntergang kommst, der Mond ist so schlimm, Alter. Am ersten Tag ist der Mond fast nur ein weit entferntes Hintergrunddetail. Am zweiten Tag kann man das Gesicht des Mondes erkennen. Am dritten Tag, der Mond ist der Himmel. Und du kannst dein albtraumhaftes böses Gesicht sehen. Noch nie hat der Mond in der Geschichte des Gaming so furchterregend ausgesehen. Und das ist erschreckend. Stimmt. Hier sind die grusigsten Dinge in Nintendo-Spielen. Ja, sehr gruselig. Also, der Mond ist wirklich bei Majora's Mask, das ist, glaube ich, ist richtig creepy. Der ist echt creepy. Ich schreibe mal einen Kommentar. Ist echt so. Ja,
Leute, das waren für heute die Shorts. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß. Wir hatten auf jeden Fall welchen. Das war sehr interessant. Und dann bleibt uns für heute nichts anderes zu sagen als ciao, Kakao. Tschö.